Herzlich willkommen auf der virtuellen HEM-Radio 2021 am Stand des ÖVSV. Leider können wir uns auch heuer nicht direkt treffen, aber es kommt wieder. Ich bin ganz zuversichtlich für 2022. Ich habe heute wieder Peter mitgenommen. Er kennt den ja auch vom ÖVSV-Stand, aber sonst auch von unserem xreflektor.net-Netzwerk. Hallo Peter. Hallo Kurt, grüß dich. Freut mich, dass du mich da ein bisschen unterstützt. Wir wollen hier in diesem Video heute was Besonderes zeigen, das C4FM oder System Fusion, wie es genau heißt, von Jeso. Kannst du uns ein bisschen einmal über die Entwicklung von C4FM und dem Werdegang, wie das die User dann angenommen haben, erzählen, Peter? Ja, Kurt, sehr gerne. Ja, C4FM ist eine Betriebsart, die von Jaiso entwickelt wurde für den Amateurfunkdienst. Gibt es jetzt schon einige Jahre auf dem Markt. Es sind viele Relais oder eine Relais-Hardware, DR1X, anfangs verfügbar gewesen, ebenso eine Menge Endgeräte. Das C4FM von Jaiso nennt man auch anfangs System Fusion 1. Die Repeater konnten untereinander bisher auch vernetzt werden mit dem sogenannten WIAS-X. WIAS-X ist ein eigenes Protokoll von Jaiso, ein eigenes Netzwerk, man kann sagen ein kommerzielles Netzwerk, was Jaiso für die Funkamateure zur Verfügung stellt. Um daran teilzunehmen, braucht man eine Hardware und eine Lizenz. Das heißt, mit dem Kauf der Hardware für einen Repeater, beispielsweise im HRI-Modul, erwirbt man dann auch entsprechend eine Lizenz. Einige Zeit später hat sich dann Thorsten DG1HT Gedanken gemacht und ja, im Vergleich oder angelehnt an seine bisher bekannten DCS-Reflektoren in DISTA einen sogenannten FCS-Reflektor entwickelt, wo erstmals dann selbstgebaute Relais quasi angebunden werden konnten an dieses Netzwerk. Das heißt, wir brauchten dann hier kein HRI-Modul, sondern die MMDVM-Plattformen, die ja allen bekannt sind, konnten dann auch direkt an dieses FCS-Reflektorsystem angemeldet werden. Darf ich da kurz einfügen? Sogar der DV4 Mini, das SIG, konnte am Anfang dieses Protokoll in den FCS-Reflektor einbringen. Ne? Das war eine sehr einfache, oder kann es heute noch, aber es wird halt nicht mehr so häufig benutzt. Genau, richtig. Ja, dann das hat sehr gut funktioniert, hat sich auch sehr, sehr großer Beliebtheit erfreut, das FCS-System. Es ist eine quasi Entwicklung direkt aus dem Amateurfunk von Funkamateuren für Funkamateure. Kurze Zeit später hat sich auch dann Jonathan G4KLX mit C4FM beschäftigt, hat dort ja, ein Testsystem für sich aufgebaut, nannte das Ganze dann auch YSF-Reflektor. Hat auch sehr, sehr gut funktioniert und war halt als Open Source auch verfügbar und hat sich dann auch jetzt in den letzten Jahren immer mehr der Beliebtheit erfreut. Auch wenn man hier sieht, die YSF-Reflektoren auf dieser Grafik sind einzelne Reflektoren, genau wie FCS. Das heißt, wir haben hier quasi eine bunte Landschaft von verschiedenen Systemen, sei es einmal das WIAS-X von Jaiso als so ein eigenes Netzwerk von Jaiso, gefolgt dann der FCS-Reflektoren mit dem FCS-Protokoll und die YSF-Reflektoren mit dem YSF-Protokoll. Was wir natürlich sehen, ist, diese ganzen Reflektorsysteme sind wie eigene kleine Welten. Alle Repeater oder Hotspots, die über eins dieser Systeme miteinander verbunden sind, können miteinander reden, aber natürlich die Möglichkeit, dann mit dem jeweiligen anderen System, sei es FCS, zu kommunizieren, ist natürlich leider primär nicht möglich. Das ja bisher bekannte System WIAS-X nannte Jaiso auch System Fusion 1.
Natürlich hat ja ESO auch erkannt, dass diese ganze Infrastruktur hintendran mit dem Netzwerk und so weiter auch einige Probleme mit sich bringt. Hat dann, ich meine, Kurt, das müsste sein, 2018. Ja, kann man sagen, das frühe 18er, ja. 2018 sich Gedanken gemacht und quasi ein neues Protokoll entwickelt, ein neues System entwickelt und nannte es dann System Fusion 2. Was ist der Unterschied zwischen System Fusion 1 und System Fusion 2? Naja, System Fusion 1 hat quasi nur einen Reflektor gekannt, einen Raum gekannt, in dem man gesprochen hatte. Die Neuerung bei System Fusion 2 ist, dass man jetzt hier digitale Sprechgruppen, digitale Gruppen verwendet, also Stichwort DG-IDs. Daran angelehnt sind auch dann neue Repeater entwickelt worden oder auf den Markt gebracht worden, die ja, ESO DR2X-Repeater, die sowohl mit System Fusion 1 oder auch mit dem neuen Protokoll System Fusion 2 kommunizieren können. Kurt, was gibt es heute Neues in diesem Bereich und was steckt da dahinter, hinter den neuen Entwicklungen? Ja, danke, Peter. Ich glaube, das zeigt ganz deutlich, dass ESO sich sehr interessiert an dem System, aber ein bisschen auch erkannt hat, dass das DR1X im Repeater einen DR2X braucht, nämlich weil eben sowas wie Sprechgruppen reinkommen. Es bleibt nach wie vor ein sehr einfaches System, wo man am Funkgerät aber eine Sprechgruppe bestimmen kann. Man kann das beim Hören so machen, dass man sagt, ich höre alle Gruppen, aber beim Senden kann man entweder die Sprechgruppe des Reflektors übernehmen, dann geht man mit der Gruppe 00 im Gerät vor, oder man kann eine bestimmte Sprechgruppe einstellen. Ich zeige jetzt hier eine weitere Folie. Danke, Peter, für das Zeichnen, weil ich glaube, es macht uns sehr deutlich in einer Übersicht, was wir gemacht haben. Ihr seht in der Mitte ein großes Rechteck. Wir haben das System YCS genannt. Irgendwie wollten wir das Y von dem ESO drinnen lassen und Connecting System. Was heißt Connecting System? Wir haben die Idee von ESO aufgegriffen in die Sprechgruppen DGIT von 01 bis 99 zu verbinden, aber die Systeme FCS, YSF und eben das neue IMRS, wie das Protokoll heißt, wo die Repeater jetzt direkt Verbindung aufnehmen können, zu verbinden. Und das in einem neuen Reflektor. Also stellt euch vor, so wie es bis jetzt einen FCS-Reflektor gegeben hat, oder WRSX gegeben hat oder YSF-Reflektor gegeben hat, gibt es jetzt YCS-Reflektor. Der, wenn man den connectet, und das ist halt in jedem B-Star, kann man das auswählen, die MMDVM-Welt kann das und viele andere Systeme im Hotspot-Bereich und natürlich die neuen Server, die DR2X, können mit dem YCS-Reflektor sprechen. Weil Protokolle sind ja da, um Kommunikationen aufrechtzuerhalten. Und jetzt entsteht eines, ich muss nicht mehr mich für eines dieser Welten entscheiden, sondern habe das alles in einem System. Dass natürlich die alten, unter Anführungszeichen alt, wir haben gerade erst gesagt, der Peter 2018, das ist ja alles jung, nicht? Wenn man das von der Lebenszeit, einem Lebenszeitraum uns betrachten, aber die Welten, die existiert haben, ist vielleicht besser gesagt, YSS-Reflektor, können eingebunden werden. Das heißt, es muss der User prinzipiell einmal nicht umsiedeln, der kann auf seinem gewohnten YSS-Reflektor weiter verbunden sein, aber das System kann es ermöglichen, so eine Art eine Matrix, die das dann zusammenführt. Genauso die bestehenden FCS-Reflektoren und natürlich, als Brückenbauer habe ich auch Brücken zu dem DMR-System gemacht. Wir haben den Vorteil, dass ESO System Fusion C4FM
sehr, sehr kompatibel, nämlich vom Sprachinhalt mit dem er ist. Das heißt, wir brauchen da nicht, wie wir das bei XLX-Reflektoren bei Dista machen, zu dem er, da brauchen wir Dongles, die diese Sprache umrechnen, also umkodieren, sondern wir können das hier im PC machen, der auch den Reflektor, das ist also, oder der Raspberry Pi, also ist ja heutzutage gar keine große Maschine mehr notwendig, um so einen Reflektor laufen zu lassen, macht das dann. Also, jetzt haben wir die linke Welt jetzt gezeigt hier. Wir haben Brücken, die Übergabe. Wir haben aber, man kann sich anstatt, dass man hier als User anhängt, natürlich alles hier jetzt dranhängen. Und egal mit welchem Protokoll man sich irgendwann entschieden hat, oder eben einen neuen DR2X kauft, den man hier anhängen kann, funktioniert hier die Verbindung. Eine Frage zu der DR2X, den sehe ich gerade. Brauche ich da noch eine Hardware, um es anzubinden oder einen kleinen Computer wie ein Raspberry Pi? Das ist eine sehr gute Frage und deswegen bin ich ja so begeistert von dem. Nein, der hat rückwärts eine Ethernet-Buchse. Man konfiguriert hier eine IP-Adresse, ein Gateway, also alles das, was man von einem Gerät sonst auch gewohnt ist, wenn man es ans Internet anschließt. Natürlich sind alle diese Sachen, ihr seht es im Hintergrund, Hem-Messenger, alles geht auch übers Hemnet. In Österreich ist eine große Verbindungsebene für diese digitalen Sprachen, auch für dieses neue System. Und diesen DR2X verbinde ich dann ganz einfach mit dem Internet. Der YCS-Reflektor ist auch mit dem Internet verbunden und da kann ich beliebig viele anbringen. Hat sogar noch den Vorteil, Jesa hat sich da gedacht, dass man Repeater zu Repeater, also man kann auch 2, 3, 4, 5 verbinden und da nur aus Repeatern ein Netz bauen. Das hat denn, also da braucht man aber dann immer eine fixe IP und man braucht ziemlich viel Bandbreite. Wenn eben ein Repeater sendet, muss er das immerhin an alle, die da mit im Netz sind, hinschicken. Der Vorteil von einer Anbindung über einen YCS-Reflektor ist, der Repeater schickt einmal seine Information, wenn gerade auf seinem Repeater gesprochen wird, in den YCS-Reflektor. Und der YCS-Reflektor, man muss sich jetzt vorstellen, da können jetzt viele so DR2X angeschlossen sein, schickt es jeden dann zu. Das heißt, die Last liegt beim Reflektor. Und das, den haben wir ja irgendwo in einem virtuellen Server, in einem Rechenzentrum, wie du hier in Deutschland und in Österreich haben wir auch sehr viele davon, das läuft. Dort haben wir das Problem der Last nicht, weil dort haben wir Gigabyte zum Übertragen möglich. Was natürlich so ein Reflektor dann noch tut, Peter hat das in der Grafik gezeigt, wir können natürlich die APRS-Daten, die auch System Fusion Handys, C4FM Handys senden können, können wir dann hier gleich vom Reflektor ins APRS-EFI, also in die Wolke der APRS-Daten. Wir haben in der Zwischenzeit, ich glaube 18 Länder haben wir zusammengebracht, wo YCS-Reflektoren installiert wurden. Da ist sogar Hawaii dabei, also der nächste Urlaub in Hawaii ist gesichert, dass man nach Hause telefonieren, wie ich immer gerne dazu sagen kann. Und die Länder wie Neuseeland und so weiter, also durchwegs auch weltweit, Deutschland, Österreich, Schweiz und so weiter, sind natürlich da auch mit immer dabei. Das ist ja die Basis unserer Entwicklungswelt. Und jetzt haben wir gedacht, na gut, wenn wir da wieder was generieren, wenn wir uns auf das Letzte, dass dann lauter so einzelne YCS-Reflektoren auf der Welt stehen, und wir haben auch so begonnen, am Anfang hat Deutschland und Österreich alle seine User auf einem Server, den haben wir halt dann im Rechenzentrum in Österreich stehen gehabt, was ja heutzutage in der Internettechnik ja egal ist. Aber die Besonderheiten, dass eigene Gruppen, eigene Ortsgruppen sich bilden können, fordert halt schon, dass man eigenen Reflektor hat. Dann hat jeder seine Möglichkeiten in seinem Land, es zu gestalten. Aber wie kommen wir zusammen? Und da habe ich schon sehr lange den Gedanken gehabt, da rechts oben haben wir es in der Grafik als DV-Matrix, DV, Digital Voice Matrix. Und die fasst diese Idee, die wir auch schon beim IPSC2 haben, nämlich das Dezentrale. Das heißt,
Überall stehen die Server, jeder ist komplett unabhängig, das ist auch wichtig. Also wenn ich meinen Österreich-Server gerade warte oder neu starte, dann hat das mit den Verbindungen, die gerade in Deutschland passieren, gar nichts zu tun. Also da ist kein zentrales System irgendwo dahinter, aber vollautomatisch. Und diese DB-Matrix, da ist das Besondere, da ist keinerlei Eingriff eines SysOps. Da gibt es kein Admin-Team, wie das oft heißt, ja? Sondern der administriert sich von selbst. Und zwar der YCS-Reflektor sagt dem, wie ich heiße, ich stehe in Hawaii. Meine Gruppen, die ich gern international scheren oder verteilen möchte, sind die und die, also irgendwas zwischen 01 und 99, eine Auswahl davon. Und das macht jeder so, man sieht es hier, da sind dann eben die vielen anderen YCS-Reflektoren angeschlossen, haben wir ein internationales verteiltes System. Von Deutschland nach Österreich sprechen muss ich jetzt keinen Server mehr wechseln. Du musst keinen Server wechseln, das heißt, du entscheidest dich, ob du hier über ein FCS-Protokoll, wenn noch jemand mit dem DV4 Mini arbeitet, hat nur das FCS-Protokoll, dann hängt er hier den DV4 Mini an, oder er hat ein B-Star in YSF, wobei das B-Star ja beide Protokolle kann, also oder MMDVM kann ja auch beide Protokolle, hängt es ran, oder hat einen Repeater, den er ranhängt, und es ist auch, wenn er auf einem YSF-Reflektor, die ja zahlreich auch überall in Deutschland, Österreich, weltweit sind, oder auf einem FCS 001 und FCS 002, wie unsere FCS-Reflektoren heißen, man kann das auf der xreflektor.net-Seite sehen. Peter, ich glaube, du hast das sehr schön zusammengefasst, dass man die Welt ein bisschen im Überblick hat, die hier in diesen Bereich kommt. Und man kann natürlich die egal wer da wo spricht, auf diesen oder diesen Eingängen, auch das wird alles über die Matrix übertragen, wenn man gesagt hat, und wir werden das jetzt gleich zeigen anhand der 20, die Sprechgruppe 20 ist ja auch aus dem DMR-System bekannt, das ist das Dach, also das Deutsch, Deutschland, Österreich, Schweiz, also deutsch sprechende Europa, hat sich eine Gruppe schon immer herausgenommen, auf der man sprechen kann. Dazu werde ich jetzt das Bild wechseln und werde ich jetzt einmal die DIVI-Matrix beginnen von oben, wobei, wie gesagt, wir können jetzt den YCS ganz als eigenes System auch nehmen, aber es ist ganz interessant, wenn man also von der Matrix her beginnt. So, das heißt, Unterschied vom YSF, was wir kennen, und vom FCS, was wir kennen, ist auch, dass YCS, das System von dir, Kurt, ja ein richtiges Netzwerk jetzt darstellt. Na, richtig, ja. Also du hast das bei der Darstellung, wie ist es jetzt oder früher, also existieren ja beide Welten jetzt parallel. Da kann ich zwar einen YSF-Reflektor haben, ich kenne sehr viele Reflektoren, wo oft nur eine Ortsgruppe drinnen ist, mit vier, fünf Hotspots und oft sogar ohne Repeater, die da ihre Kommunikation machen. Aber mit dem System kann trotzdem die Ortsgruppe noch ihre eigene Gruppe haben, aber sie ist trotzdem, wenn man am Gerät die Gruppennummer umstellt, plötzlich auch, ich nehme wieder Hawaii, oder wenn der Urlaub in Hawaii ist, kann in seine Ortsgruppe nach Hause sprechen. Und das ist die Besonderheit. Ich darf jetzt einmal, ich glaube, man sieht das jetzt ganz gut, die DIVI-Matrix. Ich hoffe, die Auflösung kommt. Es ist jetzt wahrscheinlich im Video nicht so gut, aber ihr könnt es dann. Wir werden dann, ich blende dann im Video unten die URL ein, also DV-Matrix. xreflektor, Achtung, der xreflektor mit C geschrieben, .net. Dann könnt ihr jederzeit live auf diesem Dashboard mitsehen. Man sieht hier, es sind jetzt im Moment 17. Es ist also, das ist eben ein Land, stellt sich gerade was um, oder ich kann jetzt gar nicht schnell erkennen, was da jetzt gerade im Feld, aber es ist ganz ein dynamisches Netz. Es können Länder ohne jedes Zutun dazukommen, wegfallen, das wird einmal dargestellt, wer hat sich angemeldet. Und jetzt seht ihr hier, leider ein bisschen in der Auflösung wahrscheinlich zu gering, jeder
nennt seine Gruppen. Also es gibt die DGIT-Gruppe von 01 bis 99 und diese Gruppen kann ich dann nennen. Jetzt hat zum Beispiel, wenn ich da Germany schaue, hat sehr viele Gruppen genannt und die sind alle gelb hervorgehoben. Gelb heißt, Deutschland hat diese Gruppe gesagt, ja, die möchte ich international austauschen und hat auf der Gruppe auch und wenn es nur ein Hotspot ist, der gerade auf dieser Gruppe aktiv ist, dann wird es hier gelb angezeigt. Das sagt nämlich gleich dann das Dashboard ganz gut, auf welcher Gruppe könnte ich denn rufen, wo sind denn da jetzt gerade welche, also Funkfreundinnen und Funkfreunde QRV. Im Fall von Österreich sieht man, dass da einige Gruppen nur besetzt sind. Ja. Alles klar, wir sind ja ein bisschen kleiner, nicht? Aber wir haben auch, das sieht man, aktiv 68 Stationen, Spanien hat 81, das geht am Wochenende dann oft weit über 100 hinauf, was auf einem YCS drauf sind und insgesamt sind es derzeit 445 Hotspots und Repeater, also zusammengezählt. Ja, da unterscheidet man nicht bei den Aktiven, ob das ein Repeater ist. So, und jetzt möchte ich euch einmal zeigen, natürlich wird auch in diesem Dashboard die Aktivität angezeigt, also hier sieht man mit Datum und Zeit protokolliert, wer Rufzeichen, wer hat gesprochen und hier das Rufzeichen und über welchen Repeater. Oder wenn es eben, wir haben ja auch hier Brandmeisterverbindungen in Spanien, Italien und auch in Deutschland für einige Gruppen oder es gibt eben LYSF, das sind Verbindungen zu herkömmlichen YSF-Reflektoren und dann gibt es noch die FCS. Also man sieht ganz genau, auf welcher Schnittstelle, wenn wir uns da kurz zurückerinnern, möchte das noch einmal das aufzeigen. Sieht man jetzt das im Detail, die Folie, Peter? Also ich sehe die DV-Matrix im Moment. Ja, warte, dann mache ich da ganz kurz. Und ich möchte nämlich noch einmal die Folie herzeigen, weil es in dem Fall so besonders ist. Ja. Also, egal auf welcher Schnittstelle das jetzt gekommen ist, würde man dann die Aktivität sehen. So, dann gehen wir wieder zu den Dashboards zurück. Jetzt wird wieder das Dashboard gezeigt. Ihr könnt es also sehen. Aktivität. Ich greife kurz zu meinem Mikrofon. Ich habe hier ein Funkgerät, C4FM, was auf dem lokalen Repeater geht, auf dem Biesenberg. Und wenn ich hier drücke, dann erscheint hier mein Rufzeichen. Ich sehe, dass ich auf der Deutsch-Österreich-Schweiz-Gruppe spreche, auf der 20. Und ich sehe, dass ich auf dem O1XAR spreche, unter der Spalte Repeater und am Server YCS232. Also, man kann sehen, wer ist gerade aktiv oder wer war gerade aktiv. Also ich habe so ein circa 50 Zeilen tiefes Dashboard, wo ich sehen kann, aha, O1KBC war am XAR hier in der Gruppe Deutsch mit einem FTM 7250. Also das Protokoll gibt auch her, dass man weiß, mit welchem Funkgerät gesprochen wurde. Und das Ganze schauen wir uns jetzt an, ich schalte jetzt um auf das Dashboard und jetzt, das war die Matrix, also die alle YCS verbinden. Jetzt sind wir auf dem Dashboard vom Österreich YCS, der hat YCS232. Wir haben hier die Landeskennung, die wir schon aus dem DMR auch kennen, hier übernommen. Das ist die ATC4FM Austria. Übrigens, und diesen Namen, den sieht man ganz normal. Die YSF-Reflektoren sind ja alle in dieser Registrierung. Peter, du weißt sicher, das Rufzeichen jetzt des Kollegen, der die Registrierungsseite macht. Digi9VH, der macht ja die Registrierung weltweit für die YSF-Reflektoren, genau. Super, ja. Und auch da sind die YCS-Reflektoren gelistet. Warum? Weil wir sind ein ganz normales YSF-kompatibles System, was aber andere Sprachen, nicht? Also Protokolle noch sprechen kann. Ja, und hier sieht man dann erstens einmal, ich drücke jetzt hier wieder kurz auf mein Mikrofon, wenn gesprochen wird, dann erscheint ein grüner Balken und mein Rufzeichen und es erscheinen orangene Balken, wohin
dass mein Gespräch geht. Also das ist natürlich jetzt in Österreich verteilt worden, aber es ist auch in die Divi-Matrix hinausgegangen. Das haben wir ja zuerst schon gesehen. Und ich habe natürlich auch hier ein Dashboard beim einzelnen YCS, wo ich auch hier wieder sehe, ja, ich habe auf einem TR2X, also auf einem Repeater gesprochen. Das war der Biesenberg, ja, YX, also O1XR, der KBC. Und man sieht auch wieder, mit welchem Gerät ich gesprochen habe. Ja, die Interlinks, und das ist das Besondere, wir können ja fast beliebig viele Querverbindungen setzen. Eines der wichtigsten Querverbindungen ist natürlich die Divi-Matrix selbst. Also da sind auch meine Gruppen angezeigt, die ich in Österreich mit der Welt teile. Aber ich sehe auch alle meine FCS-Verbindungen. Dazu möchte ich aber gleich auf das deutsche Dashboard schalten. Der Peter hat sich da bemüht, noch mehr so Querverbindungen zu machen. Darf auch jetzt am YCS 62, also der deutsche YCS, zeigen, wie das Interlink da ist. Also hier habe ich die Divi-Matrix, ich habe die FCS und ich habe auch die LYF, also Link zu anderen bestehenden YF. Also du hast da einen Link zum DEDL Nordwest und DE Hessen. Und man sieht auch, mit welcher, weil ja in einem herkömmlichen YSF-Reflektor gibt es ja, dort wird immer in einer Sprechgruppe gesprochen. Ja? Aber beim Link kann ich sagen, in das System, wir haben ja 99 Möglichkeiten, kommt der DL Nordwest mit der Sprechgruppe 79. Oder wenn ich hier in dem YCS mit 79 spreche, dann komme ich bei DL Nordwest auch raus. Das heißt, es ist eigentlich vergleichbar mit den Räumen, wie man das früher vom FCS her kannte, mit den 100 Räumen. Ist das jetzt nur der neue Name DG-ID quasi für 100 Räume? Ja, also ich kann definitiv sagen, es muss Jeso von Thorsten abgeschaut haben, weil diese 100 Räume hat Thorsten zu einem Zeitpunkt gemacht, wo der Jeso noch lang nicht irgendwo gedacht war, dass es da eine DG-ID, also mit den 100 Räumen gibt. Ja. Aber es ist vollkommen vergleichbar, du hast recht. Ja. Das heißt aber auch, im YSF-Protokoll gibt es jetzt auch 100 Räume? Weil bisher gab es ja immer nur einen auf den Reflektoren. Na, im Protokoll selber kann man dieses DG-ID übertragen. Aber trotzdem ist ein YSF-Reflektor trotzdem nur ein Einraumsystem. Also ich kann auf einem herkömmlichen YSF-Reflektor nur mit, egal welchen Raum ich einstelle auf einem Funkgerät, ich spreche mit allen angeschlossenen Teilnehmern. Der Vorteil ist, in dem YCS, ich bestimme mit dem Raum, mit welcher Gruppe, und dazu gehe ich jetzt kurz auf das her, hier, in jeder Zeile sieht man, jeder kann sich ja, je nach Geschmack, nur eine Gruppe, also 62 für Deutschland ist also schon die Basisgruppe, aber sonst kann sich jeder nach Geschmack mehrere Gruppen buchen, wie man in solchen Systemen sagt. Das heißt, wir können plötzlich nicht nur auf einem Raum zuhören, sondern natürlich, wenn ein Raum einmal spricht, dann ist für die anderen Pause. Wenn die abgefallen sind, dann hört man einen anderen. Aber ich höre mehrere Räume. Und das kann jetzt hart sein, wenn ich hier wieder meinen 20er aus Österreich jetzt starte, dann werde ich sehen, wie viel angeschlossene Systeme in Deutschland, natürlich das kommt über die Divi-Matrix, darum ist es grün, da kommt es herein, nicht, von über, verteilt über die Matrix und dann wird es auf die Systeme verteilt. Und das hat jetzt den Vorteil, es können noch in so einem YCS 20 andere Gespräche auf anderen Gruppen. Weil die, was haben wir jetzt gesagt, die 89, glaube ich, ist das für das DL Nord, ja? 79, Entschuldige. Die können da ruhig auch sprechen, parallel dazu. Wenn ich reinrufe, dann spreche ich mit den 20ern, die sprechen die 79er. Also es könnten eigentlich 99 parallele Gespräche geführt werden, weil so viele Gruppen haben wir. Und pro Gruppe kann ein Gespräch geführt werden. Wir haben dann noch einen
blauen Balken. Das bedeutet, jede Gruppe hat ein bisschen eine Haltezeit, weil nicht, wenn nur einer kurz die Taste loslässt, dass schon die andere Gruppe, ja, jetzt drück ein bisschen länger, Peter, dass man das auch sieht. DG9 FFM hat auf seinem Wertheim, das ist, glaube ich, ein Hotspot, Peter, ne? Genau. Hat jetzt gedrückt und ich höre ihn hier vom Repeater herauskommen. Ja? Und die Haltezeit ist angepasst, die DR2X haben auch so eine Haltezeit, also die Jeso Repeater, dass auch dort eine Gruppe gehalten wird. Der Vorteil auch dieser Haltezeit ist, ich habe gerade, ist die Gruppe 20 da im Gespräch, die habe aber gerade 77 eingestellt bei meinem Funkgerät. Ich kann ruhig antworten. Das System sagt, ah, wir sind in der Haltezeit für die Gruppe 20 und das heißt, er nimmt mein Gespräch so, dass ich da mitsprechen kann. Also ich muss nicht immer schnell, wenn ich da wem höre, auf einer Gruppe da umändern mein Funkgerät, sondern ich höre ihn und habe 30 Sekunden Zeit, dass ich ihm antworte und das System macht alle diese Dinge ganz automatisch. Ja, Peter, das wäre ein bisschen das System. Ich hoffe, wir können es euch bald einmal noch mit Hands-on und live zeigen, spätestens 2022 oder vielleicht ergibt sich heuer im Herbst, wobei der Herbst immer noch für unsere besondere Pandemiesituation eher uns nicht so günstig ist, aber dass wir uns wo auf einem Funktag oder vielleicht auf einem Flohmarkt, ich würde so gern wieder einmal nach Düsseldorf kommen zum Flohmarkt, das wäre schon ganz interessant. Peter, willst du unseren Zusehern und Zuhörern noch was Abrundendes sagen? Sonst würde ich sagen, ihr könnt uns anschreiben. Peter, wenn du auch die E-Mail-Adresse nennst, wo wir erreichbar sind. Ja, Kurt, ich glaube, es ist brennend jetzt die Frage aufgekommen. Ich sehe diese DG-IDs, die jetzt die Repeater oder Hotspot gebucht haben. Ich sehe das ja ganz gut hier auf dem Dashboard der mittleren Zeile. Aber gibt es eine Möglichkeit nachzusehen, welche dieser DG-ID welche Bedeutung hat oder wo die hinführt? Ja, das habe ich jetzt fast schon vergessen zum Herzeigen. Und zwar, es gibt da noch viel mehr Menüpunkte. Also welche Repeater steht da, aber welche Repeater und Hotspots sind angeschlossen, was ist die Aktivität, mit wem sind wir verbunden und wir haben hier auch ein bisschen eine Matrix. Wenn man sich hier die Zahlen so anschaut, ja, müsste man sich selbst zusammensuchen, wer wo verbunden ist. Das haben wir so ein bisschen grafisch besser geordnet und so kann man rasch erkennen, wer hat welche Gruppe. Und jetzt kommen wir zu genau dem, was du sagst, die DG-ID-Liste. Diese Liste kann sich jeder YCS individuell gestalten. Der Peter und ich bringen nur eine Grundinformation raus, dass wir sagen, bitte bleiben wir bei den Internationalen ein bisschen genormt. Und da haben wir die Gruppen bis 20 einmal vorgesehen, 20 unter Dach. Also dass man sagt, weltweit Deutsch ist die 10, ist auch jedem aus DMR, wenn er es auch macht, bekannt, Französisch und so weiter. Wir haben eine Gruppe für Asien, für Nordamerika, Ozeanen gemacht. Und auch jetzt sind die Gruppen zum Beispiel so wie 32 für Österreich natürlich reserviert und 62 für Deutschland. Ihr merkt schon, wir haben ja nur 99, das heißt, wir haben ganz einfach den Zweier vorne weggeschnitten vom Land und aus 262 von dem her 62 hier gemacht und aus 232 32 gemacht. Und dann natürlich auch ist ein Bereich immer reserviert für Regionen. Peter, du hast es da hier Sachsen-Anhalt, Berlin, Hamburg und so weiter eingeteilt, aber es ist eine Einteilung. Wir haben dann auch noch die Gruppen von 90 bis 99. Also es stehen genügend regionale Gruppen zur Verfügung, wo man sich gut abbilden kann. Und viele Gruppen, so die 70er, die sind überhaupt dynamisch. Das gibt niemand vor. Die kann man, wenn ich sage, ich spreche jetzt auf der 77er, dann nehme ich das ganz einfach. Wunderbar, sehr schön. Gut, Peter. Ja, wenn du noch so, ja, ich möchte noch eines. Wir haben uns auch ein Wiki schon
Peter und ich haben uns bemüht, hier einiges reinzusetzen. Diese Links findet ihr dann im Video, ich werde es unten einblenden, dann, dass man das hier zum Wiki auch findet. Und hier können es noch diese vielen Fragen, die sich noch ergeben, was kann ich anschließen, welche Hardware kann ich anschließen, wie geht es mit dem YSF, mit dem MMDVM, wie geht es mit BISTAR, wie arbeite ich mit, wenn ich mit den FCS und den DV4 Mini noch arbeite und natürlich dann die Fragen um den System Fusion Repeater, wenn ich mir so einen DR2X kaufe, was muss ich tun, dass ich den an das System anschließe. Hier sind die Konfigurationen, so Repeater, wo gebe ich die IP-Adresse ein, das Gateway, alles, was wir jetzt schon kurz besprochen haben. Und wie stelle ich dann den Repeater ein, außerhalb Frequenz und so weiter, ist klar, muss natürlich hier auch ein bisschen auf das System der DGX eingegangen werden. Ja, Peter, die E-Mail-Adresse, unter der wir erreichbar sind, wer Fragen hat. Ja, die findet man dann auch notfalls auf dem Dashboard vom YCS-Server. Aber wir können ganz einfach sagen ycs@xreflektor.net. Das ist die E-Mail-Adresse. Ich habe es hier ein bisschen größer hergeblendet. Und natürlich die Homepage xreflektor.net. Schaut drauf, letzte Informationen. Wir sehen uns. Das war's von DG9FFM Peter. Und O1 Kilo Bravo Charlie, der Kurt. Grüß euch!